Ja, ich gucke ja mal nebenbei noch World, Race to World First. Wegen Raid. Ich guck Fußball. Bis jetzt ist 1-0 an. steht's, ja. Ja. Für? Frankreich wahrscheinlich, ne? Ja. Ist aktuell bis jetzt noch nicht ein mythisch Boss gefallen, was mich extrem wundert. Was ist denn das für ein Stab, Tim? Generell, wo hast denn du User das ganze joined Zeug her? Return. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Das Aussehen? Habe ich Janni gerade schon erklärt. Das ist hier von den Elementen. Der ist ja jetzt wieder diese Elementargeschisse da. Und da droppen jetzt Elementarüberfluss. Das ist so Pulver. Ich weiß was, ja. Ja. Und ja, die kannst du Danke. beim Händler für 350er Gear eintauschen. Oder, also, sind die blauen Sachen, also blaue Gegenstandsstufe. Und bei dem Händler daneben kriegst du epische 385er für einen Teil von diesem blauen Set. Und dann noch Sturmsiegel, die droppen auch da. Okay, also musst du einfach nur in diese Sturmgebiete und prügeln sozusagen, oder wie? Genau. Ich Okay. empfehle dir damit, mit dem Schlachtzug reinzugehen. Also, ja. Ja. Dauert halt Hätte ich ein das bisschen, wohl mal bis du machen. ein Item zusammen hast. Also, kostet halt Aber unterschiedlich. das Zeug sieht halt cool aus, ja? Mir gefällt das total. Ja. Ich habe schon gesagt, für Leder sieht noch cooler aus. Habe Ja. ich mir erst für ein Dudu geholt und zumindest Kopf und Schulter. Das Wichtigste halt, ne? Hier, wir stellen schon mal. Eben, dann können wir Benny direkt hier reinporten, wenn er online ist. Deine Stimme klingt ganz anders, Janni. Gut, ihr Ja, ich seid werde ein hier. bisschen heiser. Bisschen sehr Ich heiser. heiße Bei Onara. uns doch nicht immer so an. Willkommen. Stehen die Winde Ja, still? nicht, weil man so aggressiv wird. Ist klar, dass deine Stimme jemand nachgibt. Liegt gar nicht daran, dass wir nur 8 Grad in unserer Halle haben. Tut, was nötig Unser ist, Chef um sie sitzt wahrscheinlich im warmen vorzubereiten. Büro oder bleibt zu Unsere Hause oder wie vereinten macht er Kräfte das? treffen sich vor der Ja, genau Festung so wie du es gerade Rokudon. gesagt hast. Was von Ich beiden? warte Zu Hause dort. oder im warmen Büro? Beides. Im Oh, warmen die Zuhause. Zeit Im im warmen warmen Büro Homeoffice. zu Hause, Gewinne ja. von Onaras Wut, um sie Nee, schnell zu beides. erreichen. Entweder im warmen Büro oder zu Hause. Natürlich Kacke. Er ist heute gegen 9 Uhr ungefähr reingekommen und um Was halb fehlt dir denn 10 alle so? und halb 10 ist er abgehauen, kam dann um Viertel vor 3 wieder rein. Ja. Hast du schon jetzt einen langen Ladescreen? Ich? Ja. Bei mir initialisiert das gerade irgendein Update. Patchnotes gibt es nichts Besonderes, ne? Weiß ich nicht. Selbst wenn, kannst du sie dir später angucken, bitte. Ja, ist hier gerade Update, das initialisiert wird. Ja, irgendwelche Inis wurden verändert auch. Irgendwelche Sachen. Updates zu Haustierkämpfen. Oha. Herzlichen Glückwunsch. WoW Companion App, die gibt's noch. Ja. Ich habe mich auch. Wofür? Ich hab da, mach da Auktionen mit zum Beispiel. Ach, das geht darüber? Okay, Ja. dann ist das doch cool. Also zumindest halt kaufen Material schon mal. Ja, ich, Verkaufen meinem geht Kopf nicht. war das jetzt nur. Ach, kaufen geht nicht. Nee. Oh. Also doch, kaufen geht, aber nicht verkaufen. Kaufen nicht. Ja, ging Gut. mal beides, oder? Ja, ich habe damit früher verkauft. Also ich meine, es geht nur. Ja, ist ja eigentlich totaler Quatsch, oder? Diese haben bestimmt ausgestellt, dass man verkaufen kann, damit man nicht seine Items verkaufen kann, um Spielzeit nicht wieder nicht zu bekommen oder so, kann ich mir vorstellen. Dass man schön Geld reinpayt. Ja. Ach, kann ich jetzt nicht rein. Stimmt, weil ich eingeloggt bin. Ach, guck mal hier. Für die Companion-App, Auktionshaus.
Aktuelle Auktion durchsuchen, auf Auktion bieten und sofort kaufen, nach Auktion, ja, nach welchen Suchen ist ja da drinne. Favoritenliste, eigene Auktion ansehen und das war's. Ja. Ich bin bei 60%. Oh, ich hätte schon Spiel starten. 400 MB waren das. Hat der schon eine Plus gemacht oder ist das die erste für euch? Boah, wäre der reingegangen, oder? Also, ich hab nichts an. Guck nicht. Fallrückzieher Pfosten für Marokko, ja. Boah. Okay. Boah. Belastend. Wie steht's da 0-0 oder wie steht's da? Ja, 1-0 durch so ein 0815 Tor für Frankreich. Olli hat doch heute schon 1000 N-Nulls gemacht. Plus 1000. Gemacht. Zwei Stück. 1000 schon. Hast du auch eine beendet? Ja, die plus 2 habe ich beendet. Okay. Und das plus 4, da wollte der Tank ja nicht mehr. Ja. Wie war das so vom Anstrengung? Der Tank war Glaskanone, das war das Problem. Die ist offline. Ja, ich hatte eben den Barkunden meinen Windows-Leistung drin, deswegen schalte ich ihn neu wieder nicht. Der Tank war eine Glaskanone aus dem Gearscore. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Wurde ja genervt, aber so stark? Sein Leben waren 285k. Was du, Janni? 138. Das ist ja doch ein Unterschied. Aber ich hatte auch das Gefühl, der wusste nicht, dass er Dev-CDs hat. Der hat so hart ins Gesicht gekriegt, ey. Dev-CDs kann man auch aufbewahren. Bis zum Tod. Genauso wie man in der Suppe stehen bleiben kann, ne? Ja. Ich habe tatsächlich heute gelesen, dass man wohl bis zu dem Nerf heute als Tank in der Kampfhaltung gespielt hat, weil man ja eh keinen Schaden bekommen hat, um halt mehr Schaden zu machen. Aber ich habe jetzt schon immer in der Verteidigungshaltung gespielt. Also hättest du noch mehr rausballern können, ja. Sagst du? Ja. Okay. Ich wollte es dann heute mal testen, aber ich dachte mir so, ich lasse das jetzt mal. Nee, das lässt du mal schön sein. Das Erlebnis gerade war schlimm genug. Kampfhaltung aktiviert. Herausforderung angenommen. So, Olli, hier. Kannst du immer Angst kriegen. Das Symbol kommt, wenn ich Kampfhaltung aktiviere. Ja. Dann stelle ich die Heilung auf dich ein. Schon echt cool aus, muss ich sagen. So der Kopf, ja. Und die Schultern, dieses Leuchten, ist schon geil. Aber Stoffi-Set. Ja, ich weiß, ich habe mir meins auch schon angeguckt. Der Stab ist auch cool. Ich wusste nur nicht, wie ich an alles komme, aber einfach prügeln ist ja einfach. Wenn ihr hier 5 Stunden braucht, sogar nur einen Schrank stellen, unglaublich. Der liest bestimmt auch Patch Notes. Mit Sicherheit. Die Krieger wird um 50% genervt, aber nur in der Schutzhaltung. Oh, ich habe ganz vergessen, mein Plus 2 online zu stellen heute. Mir ruhig mal dran erinnern können, Janni. Bin ich dein Sklave? Nichts mit Sklave zu tun. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der sich die Videos anguckt. Das zumindest nee, du hast tatsächlich auf einer, auf einem Video schon irgendwie 120 Views gehabt. 119, ich weiß. Aber nicht ein Like und kein Abo mehr. Also nicht gut. Könnt ihr den Kleiderschrank eigentlich auch ankleben? Ja. Okay. Oh, ich habe wieder diesen Kack gekriegt. Ich vermisse meinen Käse auf dem Kopf. Haben wir Benny jetzt schon geportet oder noch nicht? Ja, wir haben Benny schon geportet, es lädt aber langsam, weil er im Hintergrund ja noch ein Patch da runtergeladen wird. Das ist meine restliche Ausrede für den Tag, wenn ich in der Suppe stehen bleibe. Umkippen tust du trotzdem. Ist mir völlig egal. Hätte ich gesehen, der Patch wird noch runtergeladen. Ja, genau.
Und das war auch fürchterlich im Gewölbe am Anfang. Diese Flächen, die die Pflanzen machen. Die sind da drinnen stehen geblieben, die Säcke. Dafür, dass du gestern rumgemault hast, ihr macht ja morgen schon mehrere M+, und du bist der Erste, der reingegangen ist. Hat mir Jani auch schon gesagt. So. Außerdem habe ich nicht gejammert, ich habe nur gesagt, dass es klar ist. Was ist denn der Schrank der endlosen Umhänge? Nein, du weißt das. Einer für Benny einen Transmog-Mount stellen hier, es geht ja gar nicht. Nee, ich möchte jetzt gerne starten. Laufende Mülltonne. Sieht schön aus. Dann habe ich auch Getränke jetzt hier bekommen. Glas und Tränke. Und Healpot. Bitte auch benutzen. Ach, warum mounte ich denn schon auf? Ihr könnt jetzt eure Flask aktivieren und Buffhund nehmen. Sag Bescheid, wenn ich starten kann. Ja, ja. Oh, hier haben wir 40 Minuten. Im Gewölbe hat man nur 30. Okay. Hast du auch schon Buffhund gegessen? Ja, hat er. Okay, perfekt. Jetzt hier. Oh, Chris hat sich auch das Dunkelmond Trinket geholt. Denkt das auch zu benutzen, ne? Ich hab das hier auf. Gut, dann. Alle fertig? Ja, alle fertig, dann mach los. Jetzt steigt bei einem von uns auf. Ich bin schon bei Sille. Echt? Warum hat er denn jetzt nicht gestartet? Das ist ja sweet. Kannst du nicht sagen, du musst den Schlüssel reintun und auf aktivieren drücken. Hab ich, es geht aber nicht. Oh, ist das Schlachtzugschwierigkeit kann derzeit nicht geändert werden, ein Spieler ist beschäftigt. Nö. Ah, Christian, geh mal aus dem Mount raus. Wie geht das hier? Ist dein Download beendet? Nee, mach mal jetzt. Das liegt mit Sicherheit daran, dass er auch gemountet war bei Tim. Jo, siehst du? Tatsächlich. Nimmst du die M Plus eigentlich auf? Muss ich mal ein Wort achten? Ja, okay. Bitte. Ihr seid hier. Ich frag ja nur. Ich heiße Onara, gut willkommen. Stehen die Winde still? Erahne ich das direkt Schlimmste. 10 Kilo schwerer hier. Die Clans der Terai, Shikar und Onir. Und denk dann, dass es jetzt so ein bisschen auf Zeit geht. Und Bala Kakan bezwingen. Auf Plus 2 wird das wahrscheinlich noch nicht so tragisch sein, aber wir gehen hier rechts zuerst. Unsere vereinten Kräfte treffen sich vor der Festung Nokodon. Ich warte dort. Ah, mein Viech, Alter. Wir müssen unsere Waffen zurückerlangen und die Nokut vertreiben. Wenn Granits Blut in den Boden zittert, können unsere Ziele eins sein. Alt ab! Pass bitte auf die Wirbel am Boden auf. Gute Arbeit! Erobert die anderen. Wenn mein Pet wieder weg ist, noch zwei. Feuer konzentrieren! Rally the clan. War stomp. Disruptive shot. Darf ich mal sagen? Du nimmst immer noch keinen Schaden. Feuer konzentrieren! Glaub mir, ich achte da drauf. Direkter Vergleich zu dem Tank vorhin. Der Nerf klang auch echt nicht so hart, ne? Nee. Ihr hättet ohne Witz, vielleicht stelle ich das Video doch hoch. Lade ich das hoch. Weil der hat so auf die Schnude gekriegt, das geht gar nicht. Oh, ich hab gar nicht gebufft. Feuer konzentrieren! Warstorm. Ich mach mal Kampfhaltung rein, ich will's mal testen. Weil wir weglaufen hier. Ja, super rausgehen. Ja, habe ich schon viel Schaden genommen, Mensch? Hey, geht. Christian kassiert mehr. So, ja, sag mal, es geht, ich hab nichts hier bekommen, ich achte auf alles gerade. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Mach jetzt schön so weiter. Damit. weitermachen damit. Vorsicht, da kommt die Putt. Hol erst die Putt. Oh, gerade voll so einen tierischen Hustenanfall hier. Was für ein Tier? Hustentier.
Disruptive Shout. Alt ab! War Stomp. Der Krieger hat auch noch immer an Damage raus, heute ist immer noch wild. Ich habe jetzt auch die Kampfhaltung drin. Trotzdem wild dein Damage. Und kriegst trotzdem kaum Schaden hier. Eigentlich macht's fast mehr Sinn, aber mit vier Krieger-Tanks hier reinzugehen, wobei da auch keine Heiler mehr mit Krieger-Tanks. Genau deswegen ist der Nerf hier eigentlich gekommen, genau. Weil genau das der Gedanke war, dass das nicht mehr möglich sein soll. Bin ich ehrlich. Weil es natürlich die Frage, wenn der höhere Gearscore kommt, wie gut dann die DDs nochmal werden, ne? Und die dann auch reinhauen. Ich meine, ich bin ja jetzt für einen Zweier-Key auch sehr gut gegeert, ne? Ja. Schauen wir mal, wie es bei 4 oder höher ist. Hast du für einen Gearscore mit deinem? 72. Ja, ich hab 64. So, also beim Boss gleich dran denken, das Ed zu fokussen. Olli macht die Kanone. Ich mach Kampfaussteig zu Beginn. Wir starten jetzt auch direkt, wenn er gelandet ist. Also ja, aber gut, wenn du mit dem Drachen ein bisschen näher zu mir kommst, dass ich euch trotzdem heilen kann. Ja, kann ich machen. Beim letzten Mal war es ein bisschen weit weg. Zerstören und zerlegen! Ich stand das Ed. Granit ist gelandet! Schlag zu! Oh, falscher. Tectonic Stone. Mit Fingern. Vor urzeitlicher Macht! Feuerbereit! Und ab! Könnt ihr meiner Macht widerstehen? Zerstören und zerlegen! Ganz nochmal. Ich will meine Grabs fürs App für das Notfall ausmachen. Ja, uff, nein. Aber auch durch mein Charge wird das kurz geroutet. Dieses Land ist mein! Könnt ihr meinen? Wird auch schon mal easier, das war mir in der Schwerste was. Nächste Boss finde ich auch noch recht. Ich finde den Elementar am schlimmsten wegen den Kugeln und so. Kommt viel Schaden bei rum. Oh, ich habe Christian vergessen. Huch. Hast du gemerkt, dass der Drache so leicht ist, oder was? Ja, ich kann so schnell vorwärts auf einmal. Ja. Ich verstehe. Guck mal, wie süß und zierlich ich sie auch sehe. Ach, du hängst bei mir dran, oder wie? Ja. Der Sturm muss besänftigt und das Elementar in ihm bezwungen werden, bevor Clan Dunia sich der Kanam anschließen kann. Die Verbündeten der Primalisten haben Totems platziert, um den Sturm zu schützen. Findet und zerstört sie. Wahrlich ein blasphemisches Idol. Macht weiter. Du einfach kein Damage kriegst, ey, leck mich am Arsch. Gut, ich meine, ich habe auch ein Schmuckstück, was mir 80k Schild gibt und den Ring, der mir 70k Schild gibt, ne? Alle paar Sekunden. Mehr Schild, als ich Leben hab, gefühlt. Ja, ich krieg alle 30 Sekunden quasi halbes Leben von mir als Schild. Ein Totem! Schnell!
Was ich mit der Fläche da? Die Tür wird kaputt gehen. Der CD gezündet. Da oben auf den Dings eben drauf. Auf so, den Wasserfall. Wo, Chris, wo bist du? Hast du schon wieder gefettfingert? Ich verstehe es nicht heute. Das letzte Totem zerbricht. Der war nicht geplant gerade. Der war nicht geplant. Meine Gelassenheit. Oh. Schon das zweite Mal jetzt in dieser Ini. Hey, du brauchst sie bis jetzt nicht. Du hast sie nur nicht auf Kur umlassen zu lassen. Wenn ihr könnt, immer die Donnerbestie kriegen, bitte. Hab ich gerade. Das Leben immer auf Christian. Du brauchst das ja gar nicht. Ja, also wie gesagt, hier die Kugeln einsammeln, also sich so hinstellen, dass man die immer einsammelt. Also ihr braucht nicht hinterherlaufen und mit den großen Kreisen so verteilen, dass ihr nicht in den anderen drin steht und die Kugeln damit kaputt macht. Und bitte nicht in die Suppe von dem Typen selber. So, eins. Zum dritten oder vierten Mal sind wir gleich gedacht. An was? Der Kugelhändler, aber zum dritten oder vierten Mal gleich gedacht, glaube ich gerade. So, ich habe irgendwas mit Vergleich verstanden. Wo kommt das gerade? Guck mal, hat der Arzt rein funktioniert. Ja, Chris kann auch mäßig. Mittelmäßig? Bombenmäßig, habe ich gesagt. Ich würde schon sagen, ja. Ja, alles top. Ich hab Schlimmeres erwartet. Nee. Bisschen mit Köpfchen spielen. Ja gut, das ist halt bei... Null kannst du mich wieder heilen. Bei Randoms halt was ganz anderes, ja. Mit denen kannst du dich halt auch nicht verständigen. Wobei der Zweier gut lief, nur der Vierer halt nicht. Aber beim Vierer wird es ja nochmal viel Ausschlag geben, ob man die Mechanik spielt. Und hier wird ja, da ist ja noch ein knackiger Affix mehr. Auf den Dingern hier drauf. Ja, also die Grundhills, die können wir tun. Vernichte diese Grabräuber und legt unsere Ahnen wieder zur Ruhe, bevor sie gezwungen werden, für Balakar zu kämpfen. Vögel dazu. Das ist mein Kampfhaltung. Ja, aber ich ändere das mal. Ja, ich ändere jetzt. Weil hier kriege ich weniger Heilung. Du wirst aufsteigen, wenn du magst. Wir gehen erst hier rechts zu dem. Ich werde euer Grab zerstampfen. Eigentlich müssen wir mit den Tieren reinfliegen.
Ja, ich weiß, aber ich will es dann. Wenn ich mit Chris auf mir drauf da reinfliege, so, dann kriegt Ergo. Ja, das ist nicht so gut. Ich sollte eigentlich Chris hier besten auf Tim da wieder setzen. Oder Wolli. Ich hab's nicht geskillt, leider. Das wäre bei mir als Mii wahrscheinlich die beste Alternative gewesen, aber. Ja, können wir machen, wenn wir zum nächsten Dungeon gleich reisen. Wobei, wenn es eh nicht mal gut ist, macht eh keinen Sinn. Nein, ich kann meinen Ahnen nicht. Ich bin der Bote des Todes. Deathfall Fall. Immer so irritiert, wenn ein Baum da steht. Aber das ist ja bei dir mittlerweile halt wieder kostenlos so, ne? War ja immer ein Cooldown eigentlich. Ja. Ich würde sagen, wir nutzen Kampfrausch jetzt hier, weil der Endboss ohne Kampfrausch ist, glaube ich, einfacher. Wobei? Ich weiß es nicht. Was würdet ihr sagen? Nein, theoretisch bin ich deiner Meinung. Aber aus, wenn wir den Endboss weiten, dann haben wir danach Kampfrausch. Sollen wir hier auf jeden Fall solange er ausgewichen wird. Solange er ausgewichen wird, ist der Endboss ja eigentlich einfach. Ich kann meinen Ahnen nicht. Auf die Zwiebel am besten auf die andere Seite gehen. Hier, wo ich stehe jetzt. Weil ich ziehe die beiden da zusammen. Ich sag das an, Chris, wenn du rauslaufen musst aus dem lila Kreis und ansonsten immer einfach mit dem Wind ein bisschen aufpassen, dass ihr auseinander steht. Wir sind ja jetzt zwei Minis. Aus unserem Erbe geworden. Oh shit. Ich hab alles unter Kontrolle. Das sah sehr gut aus. Glaube ich dir. Beweisvideo vorhanden. War Absicht. Auf jeden Fall. Ihre geleiteter Drache da. Der Wind führt meine auseinander ein bisschen. Da, Nikola. Den Conny, komm mal zurück. So, wieder rüberlaufen. Vielleicht müsste auch wieder rauslaufen kommen, sonst Minis. Raus. Ancestral Bond. Weg von ihm! Zerfetzt die Erde! Ancestral Bond. Right von ihr! Ancestral Bond. Brutalize. Ancestral Bond. Easy. Brutalize. Das ist das Ende. Aufnehmen wir ein bisschen. Und zum letzten. Oh, die geht aber echt flott, ey. Ich bin auch ein Verhältnis mehr. Ja. Wenn man so nah über den Boden fliegt, geht das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich krieg den rechten. Jo. Ich krieg den linken. Ich stehe in der Mitte. Aber bitte gründlich kriegen in der Mitte, ne? Aus dem Boden. Kannst Olli kicken, wenn er irgendwas castet. Ja, das hat er mal gekickt. Was? Ich hab länger gekriegt. Welcher Kid ist ja auch was gewesen? Ja. War ich dann kurz. Oh.
Naja, botet euch ruhig gegenseitig aus. Ja, fisch die Viecher. Raus mit den Viecher! Nehmen wir den rechten? Ja, ich nehme den linken. Wie viel Prozent haben wir? Nur 78, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja gut, hier laufen wir genug rum. Ja, wir machen erstmal den Boss und dann machen wir das danach. Das ist immer einfacher. Ist ja nicht auch im Zug, ne? Was im Zug? Der Zug war richtig. Dass wir nicht zurückkommen. Achso. Warstorm. Blood-curdling shout. Warstorm. Ah, die Gruppe, das war schön. Wie du dich einfach selber mehr heilst, wie ich heile insgesamt, ey, immer noch. Meinst du, dass die bei den Ads reicht? Ja, komm, oder? Wir machen die Gruppe machen eben. Wer fällt ein? Deadly Thunder. Deadly Thunder. Deadly Thunder. Nein, habe ich. Glaube ich, dass ich es war. Auf jeden Fall ist es nicht durchgegangen, ist das Wichtigste. Wenn es deiner war, war es gut. Aber auch alles andere, was gekickt wird, ist gut. Also ich weiß nicht, was die beiden geben. Wir brauchen immer noch 12%. Aber egal, wir machen jetzt also die case. Zwei. Ich würde sagen. Welche von den beiden war nochmal der, der den Kick macht? Batak. Beide, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch beide. Ja, ich glaube nur Batak. Also nur einer von den beiden, glaube ich. Weil das Batak ist, aber. Hier werden es merken. Mach du einfach den ersten. Na, Batak hat den Kick gewollt. Kurzzeitig meinen Heilknopf nicht mehr gefunden. Besänftigen. Ja, Prozent reichen safe nicht. Ich bin zu weit weg. Ja. Nochmal besänftigen. In 4 Sekunden. Ja. Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ja. Wir machen erst den Boss und dann jetzt. Ich will jetzt nicht jinxen, aber noch ist nicht eine Person gestorben. So, let's go. Ja gut, das ist auch nur plus 2. Wie gesagt, das mit dem Speer, wie gestern, Christian, einfach stehen bleiben damit. Alle anderen weichen aus. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin sehr stolz auf dich, Benny. Schön. Auf dein Movement. Wenn ich mich konzentriere, dann ist das ja kein Problem. Aber eine 0. Ach, ihr müsst ausweichen hinten. Die Schwachen Seite. Müssen sterben. Wenn die Adlermutter mir ihre Macht nicht schenkt, dann. So, jetzt macht er die Phase mit den Ads. Benny, kannst du die linke Seite? Wir gehen auf die linke Seite, alle. Die rechte und, rüber. Genau, die rechten werden rüber gedrückt. Und alles kicken, was ihr könnt. Die sind auch stunbar. Dieser Speer, wo wir alle zusammengezogen werden, das heißt, wenn er uns zusammenzieht, sofort auseinanderlaufen. Weil wir uns unsere Hand nicht düppeln. So, Vorsicht, wir werden jetzt zusammengegrippt. Ja, und auseinander. Jetzt kriegen wir gleich einen Kreis um uns, da kommt dann eine Fläche unter uns, da müsst ihr einfach rauflaufen dann, wenn er noch dazu kommt. Ja, einfach nicht ineinander stehen und rauslaufen.
spürt meine. Das war doch die Easy. 5% noch. 95%. In der Zeit, nein. Da vorne ist die Putt. Guck mal, jetzt hier fliegen? Guck mal, ich will gar nicht abgehört. Oh, Flapper, was tut es? Balakars Waffe wird zerbrochen. Er wird unter den Kahnen unserer Vorfahren keinen Ehrenplatz einnehmen. Danke, Fremdling. Onara, oh, ich bin gestanden, ich kann nichts machen. Und ohne Balakars Einfluss kann Plan nur Storms heilen. Sekunden für plus 3. Ab in den plus 5er. Deadly Thunder. Oh wow. Oh wow. Ja, echt jetzt? Erzählt er aber nicht mehr dazu. Nein. So. Ich wow, ey. Ich wollte gerade. Ne, alles gut. Ich komm zu euch. Ja, Handgelenke. Alter, das ist das Beste, was ich hätte kriegen können. Alter Benny, du bist so ein verkackter Lacker. Rezept. Aber es ist halt, Meisterschaft ist halt besser, ne? Aber weiß ich nicht. Ach, geh doch mal weg mit deinem Drachen hier. Ich wollte die Kiste erklären. Es ist eine Waffe und du kannst sie aufwerten, das zählt. Ja? Und die Waffe sieht cool aus. So, ich habe einen Zweierhallen der Tapferkeit. Mit allen der Tapferkeit. Ein Zweier hier. Ein Zweier hier. Hier. Tempel der Jadeschlange habe ich. Okay, und was hast du für einen Fünfer gekriegt? Ich bin so weit geflogen hier, verdammt. Oh, hä? Wo ist denn das Ding gewesen? Das Ding, du kannst einfach durch die Mobs durchlaufen, die attackieren dich nicht mehr. Obwohl die rot sind? Ja, ja, passiert nichts mehr. Passt mir. Ich habe ein Akademie. Ja, den würde ich gehen wollen. Jetzt haben wir noch einen Affix mehr, ne? Bei 30% werden sie ja. Böse. Aua. Hast viel Arbeit. Ist klar. Dafür wäre der Druidentank jetzt gut. Oder einen Jäger, na gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen da erstmal direkt Limit testen, oder? Jo. Oder wollt jemand mit 2 weitermachen? Ich würde jetzt den Fünfer testen. Okay, let's go. Ja gut, ne? Müssen wir aber dann jetzt sofort, weil ne? Ja. Bis 10 müssen wir fertig sein. Wir müssen dann erstmal die Kids ins Bett. Ich mich noch halt dran. Ja, nee, was meinst du? Soll ich die neue Stange auftragen oder die alte? Ich bin da schon ein bisschen verwirrt. Das sind nur 4 Gearscore mehr. Aber die andere, Vielseitigkeit und die andere hat meine beiden besten Stats, die ich brauche. Dann würde ich erstmal die andere anlassen und warten, bis du die aufwerten kannst oder eine andere bekommst.